Herzlich willkommen zu Teil 57 der Reihe Python, eine Einführung für Programmieranfänger. Wir werden in dieser und der nächsten Folge als kleines Projekt eine Implementierung der Visionär-Chiffre in Python durchführen. Wie gesagt, die Implementierung der Visionär-Chiffre ist ein weiteres Praxisbeispiel, das wir uns anschauen wollen. Ihr kennt vielleicht, die meisten werden vielleicht kennen, die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung, die eben zumindest angeblich auf Julius Cäsar zurückgeht. Bei dieser wird jeder Buchstabe im Alphabet um eine bestimmte Zahl Delta von Zeichen verschoben im Alphabet, und zwar zyklisch. Also wenn Delta zum Beispiel 3 ist, was bei der klassischen Cäsar-Chiffre der Fall ist, dann wird A auf D abgebildet, B auf E und so weiter. Und am Ende des Alphabets X auf A, Y auf B und Z auf C. Das heißt, es geht dann wieder von vorne los im Alphabet, deswegen halt zyklisch. So eine Cäsar-Verschlüsselung, die ist ohne jedes Problem zu brechen, also zu entschlüsseln, ohne dass man ein Kennwort braucht. Die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben bleibt erhalten und sogar das sogenannte Häufigkeitsgebirge bleibt komplett erhalten. Das heißt, die Struktur der Häufigkeitsverteilung, die bleibt eben absolut identisch, nur ein bisschen verschoben um das Delta. Also sowas zu brechen ist überhaupt kein Problem, und der Hauptschwachpunkt ist eben, dass der Cäsar eine monoalphabetische Verschlüsselung ist. Das heißt, ein Klartextbuchstabe wird immer auf denselben Geheimtextbuchstaben abgebildet, und das macht es eben sehr einfach. Die Visionär-Chiffre, die ist im Mittelalter entwickelt worden, um eine eben schwierigere Chiffre zu erzeugen. Die ist polyalphabetisch, was bedeutet, dass derselbe Klartextbuchstabe eben nicht immer auf denselben Geheimtextbuchstaben abgebildet wird, sondern auf unterschiedliche. Das macht es sehr viel schwerer, diese Chiffre zu brechen. Und lange galt die auch in vergangenen Jahrhunderten als praktisch unbrechbar. Heute ist das nicht mehr ganz so. Man kann schon Angriffsfaktoren finden, indem man Bigramme zählt und auf bestimmte Weise kann analysieren, wie lang das Kennwort ist und solche Dinge. Darauf wollen wir hier nicht im Detail eingehen. Es geht uns darum, die Chiffre selbst in Python zu implementieren. Wie funktioniert die Visionär-Chiffre? Das passiert folgendermaßen. Es wird zunächst mal ein Tableau erzeugt, oder auch Visionär-Quadrat genannt, indem man die 26 Buchstaben des Alphabets einfach erstmal hinschreibt, von A bis Z. Wir machen uns das Leben im Moment etwas einfacher und machen die klassische Visionär-Chiffre, das heißt nur Großbuchstaben. Keine Kleinbuchstaben, keine Ziffern, keine Satzzeichen. Also nur die Großbuchstaben von A bis Z, die schreibt man hin. Dann schreibt man die darunter nochmal hin, aber zyklisch nach links verschoben. Das heißt, man fängt jetzt an B, C, D und so weiter und am Ende X, Z, A. Die zweite Zeile entsteht aus der ersten, indem man die um 1 nach links verschiebt, und was dann hier hinten über den Rand hinausgeht, wird rechts wieder eingefügt. Dann ein weiteres Mal nach links verschieben, die dritte Zeile ist dann die zweite um 1 nach links verschoben und so weiter, bis man bei der 26. Zeile, also das hier ist die Zeile 26, das sind die Zeilen 1, 2, 3. Bei der 26. Zeile fängt man dann bei Z an und dann geht es mit A, B, C weiter bis Y. Das ist das sogenannte Tableau, das ist fix, das heißt für jede Visionär-Chiffre, egal wie das Kennwort ist, ist das immer dasselbe Tableau. Dann wird vorab ein Schlüsselwort vereinbart zwischen Sender und Empfänger der Nachricht, das Schlüsselwort oder Kennwort. Wir wollen das jetzt mal mit dem Beispiel machen, dass das Schlüsselwort geheim lautet. Und es wird dann ein Klartext soll übertragen werden, beispielsweise der Klartext Python ist toll, wobei ich ja schon die Leerzeichen, die man sich ja hier und hier denken kann, die habe ich entfernt, die Zwischenräume. Das heißt, wir haben den Schlüssel geheim und den Klartext Python ist toll. Jetzt wird Zeichen für Zeichen verschlüsselt, und das passiert so, dass man das Geheimtextzeichen, also zum Beispiel das P beim ersten Buchstaben, benutzt, um die Zeile im Tableau zu finden, und Entschuldigung, die Spalte im Tableau und das entsprechende Zeichen im Schlüssel, das G zum Beispiel, benutzt, um die Zeile zu finden. Das werden wir gleich am Beispiel sehen. Und das bestimmt dann die Zelle aus dem Tableau, die wir benutzen, um den Geheimtextbuchstaben zu erzeugen. Das ist jetzt sehr abstrakt, das werden wir gleich im Praxisbeispiel sehen. Wenn die Schlüssellänge größer oder gleich der Klartextlänge ist, was im Allgemeinen nicht der Fall ist, wie zum Beispiel bei uns ist der Schlüssel nur 6 Zeichen lang, aber der Geheimtext ist deutlich länger, ist glaube ich 13 Zeichen lang. Wenn also die Schlüssellänge größer oder gleich der Klartextlänge ist und das Schlüsselwort außerdem eine zufällige Bitfolge ist, was hier natürlich auch nicht der Fall ist, dann hat man sogar ein One-Time-Pad, also die sicherste Chiffriermethode, die es überhaupt gibt und die sogar
bei nur einmaliger Verwendung sogar theoretisch unbrechbar ist. Aber das ist eben im Allgemeinen nicht der Fall. Im Allgemeinen ist das Schlüsselwort kürzer als der Klartext. Wir gucken uns das jetzt am Beispiel konkret an. Also der Schlüssel ist geheim, der Klartext ist Python ist toll. Zeichen 1, der Schlüsselbuchstabe ist G und der Klartextbuchstabe ist P. Also hier das G und hier das P. Wir suchen im Tableau die Zeile, die mit G beginnt. Das ist die Zeile 7. Und wir wählen das Zeichen in der 16. Spalte. 16 deshalb, wenn in der ersten Zeile steht das P, also der Klartextbuchstabe, an Position 16. Das heißt, wir gehen im Tableau, das müssen wir uns jetzt hier nochmal hindenken. Wir suchen hier die 7. Zeile, also die Zeile, die mit G beginnt, und die 16. Spalte. Und dann gucken wir, wo im Tableau, welches Zeichen an dieser Stelle im Tableau steht. Und das ist eben das V. Also ist der erste Geheimtextbuchstabe das V. Der zweite Buchstabe, da ist der Schlüssel E und der Klartext Y. Das heißt, wir suchen die Zeile, die mit E beginnt. Das ist die 5. Zeile. Und dann suchen wir in der ersten Zeile, wo das Y steht. Das steht an vorletzter Position, also 25. Position. Und dann gucken wir entsprechend Spalte 25, Zeile 5. Und dann steht hier irgendwo das C in dieser Zelle. Also haben wir das C als zweiten Buchstaben. Und dann so weiter, das dritte Zeichen, da haben wir im Schlüssel den Buchstaben H, im Klartext den Buchstaben T und wir suchen die Zeile, die mit H beginnt, das ist die Zeile 8. Und wir suchen in der ersten Zeile die Position von T, das ist die Position 20. Und dann suchen wir die Zelle an der Position 8, 20, also Zeile 8, Spalte 20, das ist das A. Und dann kommen wir hier zum A als Geheimtextbuchstaben. Das geht so weiter, wenn wir beim 7. Zeichen angekommen sind, dann fangen wir beim Schlüssel wieder von vorne an, denn der hat ja nur 6 Zeichen in dem Fall. Das heißt, das 7. Klartextzeichen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das I hier wird dann wieder mit dem G als Schlüssel verschlüsselt. Und dann geht es eben wieder weiter durch den Schlüssel durch. Und wenn es 13 Zeichen sind, dann wird das letzte L hier auch nochmal mit dem G verschlüsselt. Und insgesamt ergibt sich dann das Geheimtext dieses lustige Wort, was hier unten steht, was viele X und W und so weiter enthält und das überhaupt nicht mehr nach Python ist toll aussieht. Und das ist eben dann unser Geheimtext, den können wir verschicken und um den zu entschlüsseln, braucht man eben dann wieder den Schlüssel. Die Tatsache, dass in unserem konkreten Beispiel das erste, das sechste und das 13. Zeichen mit demselben Schlüssel verschlüsselt werden, ist genau der Angriffsvektor, den man braucht, um einen längeren Text auch ohne das Kennwort zu kennen, zu entschlüsseln. Denn das bedeutet, dass jedes siebte Zeichen in dem Fall tatsächlich monoalphabetisch verschlüsselt ist. Wenn man jetzt das Ganze wieder entschlüsseln will, und das werden wir auch implementieren in Python, dann führt man die entsprechenden Schritte einfach rückwärts aus. Wir benutzen also denselben Schlüssel geheim und wir haben den Geheimtext, den wir gerade ermittelt haben. Und wir gehen dann so hin, das erste Schlüsselzeichen ist G, das erste Geheimtextzeichen ist das V. Wir suchen im Tableau die Zeile, die mit G beginnt, das ist die Zeile 7 wieder natürlich. Und dann stellen wir fest, in welcher Spalte das Geheimtextzeichen steht. Das V steht in Spalte 16. Und dann gehen wir sozusagen nach oben in dieser Spalte, in die erste Zeile. Und da steht das P und das ist unser Klartextzeichen. Und dann haben wir das P wieder gewonnen. Und dann geht das so weiter, an der zweiten Position steht im Schlüssel das E, im Geheimtext das C. Und wir suchen die Zeile, die mit E beginnt, was immer noch die Zeile 5 ist. Und wir stellen dann fest, in welcher Spalte das Geheimtextzeichen steht. Das C, das steht in Spalte 25. Wir gehen hoch in der Spalte in die erste Zeile und da steht das Y. Und so kommen wir auf das Y wieder. Und das machen wir entsprechend für den gesamten Geheimtext hier oben. Und dann kriegen wir unseren Originaltext wieder heraus. Python ist toll. Wenn man jetzt genau aufgepasst hat, dann hat man gemerkt, aus dem ganzen Tableau, was ja 26 Zeilen hat, brauchen wir tatsächlich gar nicht alle Zeilen, sondern nur die Zeilen, wo an der ersten Position ein Buchstabe steht, der im Schlüsselwort vorkommt. Wir haben hier ein Schlüsselwort der Länge 6, wobei das E aber doppelt vorkommt. Das heißt, wir benutzen tatsächlich in dieser konkreten visionären Verschlüsselung nur 5 verschiedene Zeilen. Das war die Theorie der visionären Verschlüsselung. Es gibt da natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, was uns aber jetzt hier nicht im Detail interessieren soll. Es ging nur darum einzuführen, wie das Ganze grundsätzlich funktioniert. Und in der nächsten Folge werden wir es dann in Python implementieren. Vielen Dank.